Trotz des wechselhaften Wetters gab es am Wochenende wieder viele Leipziger, die sich sportlich betätigen wollten. Der Kulkwitzer See bot dafür die perfekte Gelegenheit, beim mittlerweile 6. Swim and Run. Dabei sieht sich die Veranstaltung selbst als Vorbereiter auf den Leipzig-Triathlon am 24. Juli. Ja, es hat sich so etabliert, dass man einfach sagt, man bereitet sich Ende des Sommers einfach für einen Triathlon vor. Das ist jetzt der Auftakt und es ist ganz gut, da eine Strecke wegzulassen und das als Vorbereitung zu sehen. Aufwendig ist natürlich das Radfahren. Da gibt es schon richtige Rennräder und Spezialmaschinen. Die hat nicht jeder, deswegen Swimmen dran, Badehose und Laufschuhe hat jeder. Nach dem Startschuss um 17.15 Uhr ging es für die 220 Teilnehmer einmal quer über den See mit anschließendem Sprint zurück zum Start. Eine Aufgabe also, der nicht jeder gewachsen ist. Daher hat sich der Leipziger Triathlon e.V. bereits im letzten Jahr für die Durchführung zweier unterschiedlicher Disziplinen entschieden. Ja, also wir sind eine sehr volkstümliche Veranstaltung. Bei uns kann jeder mitmachen. Ein bisschen sportlich muss man sein. Man muss auch sich trauen, in dem Kulkwitzer See zu schwimmen. Und wer das schafft, der kann wählen zwischen einmal rüberschwimmen, drüben an Land gehen und dann zurücklaufen. Und wer sich das schon locker zutraut, hin und zurück zu schwimmen und rumzulaufen, der wählt dann die andere Variante. Zwar ließ sich die Sonne nur gelegentlich blicken, nichtsdestotrotz konnte sich der Swim and Run in diesem Jahr über mangelnde Teilnehmerzahlen nicht beklagen. Im Gegenteil. Unsere Teilnehmerzahl wurde diesmal gesprengt. Der Teilnehmerrekord lag bei 120 Teilnehmern inklusive Staffel. Wir haben jetzt alleine 220, das ist also eine Verdopplung oder fast eine Verdopplung der Teilnehmerzahlen. Da sind wir sehr froh und freuen uns natürlich drüber. Es ist wie eine Facebook-Party, wir laden ein und es kommen plötzlich doppelt so viele. Wir haben jetzt eine Startverschiebung von einer Viertelstunde in Kauf genommen, um alle zu bearbeiten. Wir wollen ja auch keinen nach Hause schicken, sondern die sollen alle mitmachen.